Hallo ihr Lieben, da bin ich mal wieder. Ich wollte euch was Schönes erzählen. Und zwar ist ja vom 31. Oktober auf den 1. November Samhain. Das heißt, wir können ja die Bänder zur geistigen Welt, die sind stärker oder wie soll ich das sagen? Man kann leichter halt Kontakt aufnehmen zu unseren Ahnen, zu unseren Verstorbenen. Und ich habe gestern so ein Ritual gemacht, habe so ein paar Bilder aufgestellt, habe Kerzen angezündet, habe geräuchert, habe meinen Kakao getrunken, schöne Musik gehört und ja, habe so ein bisschen natürlich an Dennis gedacht und an meine Oma, an meinen Opa. Und heute Morgen habe ich so mit meinen Mädels gesprochen und habe gesagt, ich würde so gerne mal irgendwie ein richtiges Zeichen kriegen, so, weil ich habe schon ewig kein Zeichen mehr bekommen. Und die beiden meinten dann so, naja, wahrscheinlich kriegst du Zeichen, vielleicht siehst du sie gerade nicht. Und ja, das habe ich dann so stehen lassen. Und dann war ich heute bei einer Freundin. Und wir haben an unserem neuen Event gearbeitet und haben ja so Zukunftspläne auch geschmiedet, was so die Wohnsituation und so angeht. Und es war richtig, richtig schön. Und wir waren in so einem richtigen Flow. Und dann wollte sie unser Event posten auf Instagram und ich wollte das dann auch in meine Story stellen. Und dann mache ich Instagram an und sehe ganz normale Posts von Menschen, denen ich folge. Und auf einmal geht Alter Bridge an mit In Loving Memories. Und dieses Lied habe ich ja auf der Beerdigung von Dennis gespielt. Und ja, was soll ich sagen? Also das Band war so dünn. Er wollte mir sicherlich damit was sagen. Also ich musste dann echt wieder richtig doll weinen, weil ich dachte so, krass, da bist du. Ich habe das nochmal gesagt, zeig dich nochmal irgendwie und auf einmal ist er da. Und das fand ich richtig spannend und das war nochmal auch so ein, irgendwie, ich habe dann zwar geweint, aber das war eher so ein, ich spüre das mittlerweile, wenn es so ein Loslassprozess nochmal ist. Und dann lief dieses Lied und es lief und lief und ich habe geweint und geweint und fand es einfach nochmal richtig schön und habe das auch nochmal so als Bestätigung angesehen. Als Bestätigung, dass ich den richtigen Weg gehe, dass Dennis meinen Weg mitsegnet und ja, einfach dabei ist. Und ich glaube, das dürfen wir einfach nicht vergessen. Unsere geliebten Menschen sind immer bei uns. Egal wie, wenn man genau hinsieht, genau hinhört und das war jetzt ein deutliches Zeichen, ja, dann bekommt man sie einfach nochmal mit. Und ich habe mich gefreut und, oh, Entschuldigung, die Zeitumstellung und freue mich immer noch. Und jetzt mache ich gleich nochmal so ein kleines Ritual und freue mich dann auf das, was noch so kommt. Also ihr Lieben, das wollte ich euch unbedingt mitteilen und vielleicht könnt ihr mir ja auch eure Erfahrungen mitteilen. Habt ihr diese Erfahrungen auch schon gemacht? Und wenn ja, was ist passiert? Vielleicht mögt ihr es teilen. Ich freue mich immer sehr. Also macht es gut und bis bald. Eure Sandy.